Alle machen es. Alle, die ein Smartphone besitzen, nutzen die kleinen, hilfreichen mobilen Applikationen, die Apps. 2013 werden wahrscheinlich rund 21 Milliarden Apps auf die Smartphones dieser Welt runtergeladen. Fast 300 Mal mehr als noch vor wenigen Jahren. Tendenz? Rasant steigend. Bisher habe ich mich wenig darum gekümmert, was die Apps neben ihrer nützlichen Funktion noch so alles hinter meinem Rücken anstellen. Aber aktuelle Enthüllungen zur Datenspionage haben mich beunruhigt. Muss ich mir Gedanken darüber machen, was mit meinen persönlichen Daten passiert? Von digitaler Überwachung und Datenhandel ist die Rede, aber wer sollte sich schon ausgerechnet für meine Daten interessieren? Ich will herausfinden, was da dran ist. Welche Sicherheitsrisiken gibt es bei der Nutzung von Apps? Die erste Adresse, um das rauszufinden, ist der Chaos Computer Club. Funktioniert die Tür so ähnlich? Dirk Erdgeist und seine Mitstreiter haben schon so manchen Datenskandal aufgedeckt. Dirk Erdgeist ist selbst Smartphone-Nutzer und kennt die Probleme bei der Nutzung von Apps wie kein anderer. Natürlich habe ich Sorge, dass ich Probleme damit bekomme. Bestimmte Apps, die man sich herunterlädt, die wollen schon beim Installieren bestimmte Rechte eingeräumt haben. Zum Beispiel vollen Zugriff auf mein Adressbuch, auf meinen Kalender, meinetwegen auch auf meine Fotos. Und andererseits vollen Zugriff aufs Internet. Und damit ist dann ein Desaster schon vorprogrammiert. Wenn sich eine Applikation nicht so verhält, wie sie es behauptet, dann hat sie ja kompletten Zugriff auf meine intimsten Daten und kann die dann auch zum Programmierer der Applikation zurückschicken. Wie funktioniert eigentlich so eine App auf dem Smartphone? Dirk Erdgeist programmiert selbst Apps. Die entwickelt er zunächst in einer vom Betriebssystem des Geräts isolierten Umgebung, der sogenannten Sandbox, dem Sandkasten der App-Entwickler. Eine Sandbox ist einfach nur ein Satz von definierten Schnittstellen, mit dem man sich mit der Außenwelt unterhalten darf. Man bekommt als Applikation einen kleinen Ordner, in dem man Dateien hinlegen kann und den Rest der Welt auf dem Telefon kann man nicht sehen. Man kann aber das Betriebssystem fragen, gib mir doch mal bitte die Kontakte und das Betriebssystem kann sich dann entscheiden, nö, darfst du nicht. Oder eben, wenn der Benutzer das erlaubt hat, bekommt man den Zugriff auf die Kontakte. Dabei ist natürlich diese Programmierschnittstellen auch nur von Programmierern geschrieben, die dabei Fehler machen können. Das heißt, dass es immer wieder Mittel und Wege gab, in der Vergangenheit aus solchen Sandboxes auszubrechen und dann sich Rechte zu erschleichen, die einem normalerweise nicht eingeräumt worden sind. Schlimmstenfalls werden Daten dann unverschlüsselt und nicht anonymisiert an fremde Server übertragen. Nur, woher weiß ich, welche Apps solche Sicherheitslücken haben? In Hannover gibt es Leute, die sich auf Sicherheitstests für Apps spezialisiert haben. Sie sollen mein Smartphone auf Datenrisiken überwachen. Dankeschön. Hallo. Media Test Digital heißt die Agentur. Hier werden Apps geprüft und zertifiziert. Immer mehr Unternehmen wollen auf Nummer sicher gehen und ihren Mitarbeitern nur noch sichere Apps auf ihren Diensthandys erlauben. Zu groß ist das Risiko, dass sensible Daten in falsche Hände geraten. Mediatest Digital ist Experte in Sachen App-Sicherheit. Die Mitarbeiter beraten das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und entwickeln neue Kriterien für sichere Applikationen. Wir haben in den letzten 2 bis 3 Jahren einen enormen Zuwachs an Apps gesehen, auf den verschiedensten Plattformen, von Apple über Google bis hin zu Windows Phone. Und leider nur ungefähr die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte davon, ist wirklich sicher. Ja? Entspricht den gängigen Standards, Bundesdatenschutzgesetz, Datensicherheitsstandards. Und das sehen wir eben immer mehr, dass die Sicherheit dort leider keine große Rolle spielt bei vielen Apps. Und die Verbraucher und die Unternehmen eben das Problem haben zu unterscheiden zwischen sicheren und unsicheren Apps. Wir haben uns vorher auch die Betas angeguckt, aber es ist natürlich müßig. Ich stelle mich und mein iPhone 4S im Labor vor. Die Techniker werden die Datenströme meiner Apps nachverfolgen und analysieren. Eine Woche lang sollen die von mir benutzten Apps getestet werden.
Sie gehören zu den gängigsten auf dem Markt. Wir gucken in die Applikation rein. Wir checken, was übertragen die Applikationen an wen und ist es prinzipiell für den Betrieb der Applikation notwendig, dass das übertragen wird. Das heißt, mit diesen Informationen gehen wir dann auf den Endnutzer zu und geben ihm diese Informationen. Er kann dann selber entscheiden, ob er die Applikation unter den Bedingungen nutzen möchte oder nicht. Das heißt, wir haben natürlich auch eine subjektive Wertung mit drin. Das ist unsere sogenannte Ampel. Da gibt es grün, gelb, rot und schwarz. Das heißt, innerhalb diesem Bereich geben wir eine Vorab-Empfehlung ab. Das Kriterium für die Ampel ist die Analyse der Datenströme. Werden sie verschlüsselt oder unverschlüsselt übertragen, womöglich noch an einen fremden Server? Sind sensible Daten wie Passwörter dabei? Und ist das Senden der Daten tatsächlich notwendig für die Funktion der App? Grüne Apps sind bedenkenlos nutzbar. Gelbe mit zusätzlichen Hinweisen. Rote Apps sind bedenklich und mit Vorsicht zu genießen. Von den schwarzen Apps wird dringend abgeraten. Um diese Informationen zu sammeln, damit wir die Applikationen sozusagen bewerten können, müssen wir verschiedene Hürden nehmen. Einerseits wollen sich die App-Hersteller nicht in die Karten gucken lassen, die Betriebssystemhersteller sind nicht besonders hilfreich an der Stelle und es gibt auch einfach technische Hürden. Das heißt, wir sind eigentlich ein klassischer Angreifer, wie ein Bösewicht, der sich in die Mitte setzt und versucht, irgendwelche Daten abzusammeln. Das machen wir sozusagen in guter Absicht. Deswegen ist es auch in unserem Fall legal, weil wir das ja für uns mit unseren Daten tun. Auf der Rückfahrt beginnt bereits mein Test. Ich kaufe mir über die Deutsche Bahn-App, den DB Navigator, eine Zugfahrkarte. Wenn ich mir mobil eine Fahrkarte kaufen will, bleibt mir keine andere Wahl, denn das geht nur über die DB-App. Unterwegs erledige ich noch ein paar Einkäufe. Ich möchte mehr über die Programmierung von Apps verstehen. Wie kann man Apps programmieren und mit welchen Funktionen? Das passende Buch habe ich schnell bei Amazon gefunden. In wenigen Tagen wird es mir nach Hause geliefert. Den DB Navigator hat er benutzt. Was ist dabei rausgekommen? War alles so gut, soweit. Grüne Ampelwertung kann vergeben werden. Super. Alle persönlichen Daten sind hier über SSL-verschlüsselte Verbindungen übertragen worden. Wurde irgendwas übertragen, was nicht übertragen werden soll? An kritischen personenbeziehbaren Daten, die jetzt an Dritte gehen oder so, ist hier überhaupt nichts vorhanden. Super. Sie beschränken sich halt wirklich auf die notwendigen Daten für das Nutzen der App. Wunderbar. Die Deutsche Bahn-App macht also alles richtig. Notwendige Daten werden ausschließlich an den DB-Server übertragen. Deswegen grüne Ampelwertung. Und wie sieht es mit der Amazon-App aus? Amazon verhält sich bei seiner App sauber. Es ist alles in Ordnung. Es werden ein paar Geräte-IDs übertragen, aber auch nur in verschlüsselt und auch nur an die Amazon-Server selbst. Und da werden auch extra nur IDs benutzt, die genau zur Reichweitenmessung auch in Ordnung sind. Auch Amazon überträgt nur notwendige Daten und diese verschlüsselt. Deswegen auch hier grüne Ampelwertung. In Berlin angekommen, suche ich mir erstmal ein Taxi. Dazu benutze ich MyTaxi. Die Verbindung zum nächsten Taxifahrer ist schnell aufgebaut, Kontaktdaten werden ausgetauscht und das Taxi findet mich problemlos. Auch bezahlen kann ich über die App. Alles sehr komfortabel und es funktioniert gut. Aber ist es auch sicher? Hallo. Das Datenübertragungsverhalten von MyTaxi ist etwas anders im Vergleich zu den beiden ersten Apps. Sie übertragen leider halt einige personenbeziehbare Daten oder versuchen zumindest, was iOS 7 dann verhindert. Ja. Zum Beispiel die WLAN-MAC-Adresse wird an ein Werbenetzwerk übertragen. Das heißt, wenn ich einmal weiß, wessen ID das hier ist, dann kann ich über alle möglichen Applikationen hinweg genau verfolgen, was der Benutzer tut, wo er sich aufhält, auf welchen Webseiten er ist, welche Applikationen er benutzt und so weiter und so weiter. Deswegen sind diese gerätsspezifischen Nummern eigentlich zu behandeln wie ein personenbezogenes Datum. Das Senden dieser Geräte-IDs
wird nur durch das iOS 7 Betriebssystem verhindert. Bei älteren Systemen werden die Daten sogar an den Server eines Werbenetzwerkes weitergegeben. Deshalb lautet die Ampel bei iOS 7 gelb und bei allen anderen Systemen rot. Kein schöner Gedanke, dass meine persönlichen Daten an irgendwelche Server übertragen werden. Immerhin gehen die Daten von MyTaxi an ein deutsches Werbenetzwerk, das sich streng an die deutschen Datenschutzrichtlinien hält. Das muss nicht immer so sein. Warum zum Beispiel muss eine einfache Taschenlampen-App, die eigentlich nur leuchten soll, Gerätekennung und Nutzungsstatistiken an den Server eines Datensammelunternehmens namens Flurry in Kalifornien übersenden? Auch der Restaurantfinder Foodspotting sendet Gerätekennung und Nutzungsstatistiken an Flurry, dazu noch alle E-Mail-Adressen, ungefragt, nicht anonymisiert und unverschlüsselt. Das haben unabhängige Tests ergeben. Flurrys erklärtes Ziel ist Advertise und Monetize. Aus meinen Daten soll Geld gemacht werden. Das gehört zum Geschäftsmodell vieler Gratis-Apps. Kein gutes Gefühl, dass überall in der Welt Daten über mich lagern könnten. Doch es hält mich nicht davon ab, die nützlichen Apps einzusetzen, die das Leben so viel leichter machen. Die gelben Seiten zum Beispiel. Mit der App lässt sich problemlos alles finden, was man so braucht. Besonders die Augmented Reality-Funktion hat es mir angetan. Sie zeigt mir im Realbild, wo ich was in der Nähe finden kann. Meilenweit entfernt von den dicken Telefonbüchern aus vergangenen Zeiten. Auch der nächste Geldautomat meiner Bank ist so schnell gefunden. Alles sehr praktisch. Doch was gebe ich tatsächlich preis, wenn ich mich mit dieser App durch meinen Alltag navigiere? Gelbe Seiten an sich macht nicht viel falsch, allerdings binden sie halt direkt in der App einen Dienstleister ein, Go Local. Okay. Und im Zuge der Anmeldung bei dem Dienstleister werden dann Benutzername und Passwort unverschlüsselt übertragen, was dann leider zu einer schwarzen Ampelwertung führt und von der Benutzung abzuraten ist. Damit ist das Passwort komplett verbrannt und ich habe auch überhaupt nicht mehr eine Chance, sozusagen da eine sichere Datenübertragung zu realisieren. Das Passwort muss ich jetzt überall ändern, wo ich es auch benutzt habe. Sensible Daten wie Passwort, Name, Standortdaten oder E-Mail-Adresse benötigt die App für ihre Funktionen, aber sie werden fatalerweise unverschlüsselt übertragen. Zudem sendet die App die Geräte-ID an einen Fremdserver, einen Online-Tracking-Dienst. Deswegen schwarze Ampelwertung für die gelbe Seiten-App. Zum Einkaufen nehme ich öfter die App Shoplist Free, einen digitalen Einkaufszettel. Da dürfte doch eigentlich nichts schiefgehen, oder? Aber wenn schon eine Taschenlampen-App Nutzungsstatistiken weitergibt, wie viel interessanter muss dann meine Einkaufsliste sein? Theoretisch könnte diese App hinter meinem Rücken meine Konsumvorlieben an einen Datensammler weiterleiten. Shoplist Free ist ein schönes Beispiel für eine App, die völlig unproblematisch ist. Die arbeitet komplett nur lokal, überträgt gar nichts, hat keine Werbung, hat keine Logins, keine Passwörter, kann überhaupt nichts übertragen, was in irgendeiner Form problematisch sein könnte. Daher eine ganz klare grüne Ampelwertung, die auch, ja, da gibt es auch keine Verbesserungsvorschläge von unserer Seite. Es geht also auch anders. Ich frage mich, was in einem App-Entwickler eigentlich so vorgeht. Mit welchen Absichten geht er an die Produktentwicklung heran? Was ist technisch machbar und wie viel Datenspeicherung ist wirklich nötig? Ein junger Berliner Start-up-Unternehmer will neue Wege gehen mit einer einfachen, aber genialen Idee. Über WhatsApp nehme ich Kontakt mit ihm auf. Wir beide gehören zu den über 300 Millionen Menschen auf der Welt, die WhatsApp nutzen. Keiner in meinem Freundeskreis, der nicht darüber chattet, auch weil es im Vergleich zu SMS kostengünstiger ist.
Bei WhatsApp ist es so, eine der beliebtesten Anwendungen überhaupt, dass es ein systemisches Problem gibt. Egal wie sicher WhatsApp seine Infrastruktur aufbaut, funktioniert sie so, dass man sein gesamtes Adressbuch auf die WhatsApp-Server hochlädt, weil nur dann geguckt werden kann, ob derjenige, mit dem ich gerade Kontakt aufnehmen möchte, auch bei WhatsApp ist und momentan online ist. Genau das ist nicht erlaubt in Deutschland. Ich darf nicht Ihre Daten einfach an ein Unternehmen aus den USA hochladen. Dafür müsste ich Sie vorher fragen. Doch WhatsApp ist ein amerikanisches Unternehmen. Der Server steht im Ausland und ist so unerreichbar für deutsche Datenschutzregelungen. Darüber hinaus ist die Software auch noch relativ schlecht realisiert. Das heißt, ich kann in Ihrem Namen Nachrichten absetzen, die sogar in Ihrer History dann auftauchen. Dafür muss ich nur einmal Zugriff auf Ihr Gerät haben, muss wissen, wie Ihre Handynummer ist und so ein paar Kleinigkeiten, die man aber wirklich leicht herausfinden kann. Und dann kann ich in Ihrem Namen kommunizieren. Das heißt, das ist definitiv kein verlässliches Kommunikationsmittel. WhatsApp überträgt jede Menge Daten auf die Server. Doch es gelingt den Testern nicht, die Datenströme zu knacken. So kann keine eindeutige Bewertung abgegeben werden. Deswegen bleibt die Ampel grau. Der Berliner App-Entwickler hat mir mittlerweile eine Einladung geschickt. Nicht über WhatsApp, dafür per SMS. Einen sogenannten Arriver. Ein kleiner Link, der mich mit ihm verbindet und uns zueinander navigieren soll. Arriver, einfach ankommen, heißt auch die App. Die Einladung über SMS oder E-Mail baut einen geschlossenen Kanal zwischen uns auf. Meine Verabredung kann in Echtzeit sehen, wo ich mich gerade befinde und ob ich mich vielleicht verspäte. Kommt das Treffen zustande, wird der Arriver-Kontakt sofort beendet. Der Kanal löst sich innerhalb weniger Stunden automatisch auf und hinterlässt so keine Spuren. Felix Langhoff hat 2 Jahre lang an der App gearbeitet. Nun ist er damit auf den Markt gegangen. Nicht nur Privatpersonen oder Geschäftsleute hat er im Visier. Für die gesamte Logistikbranche könnte seine App von großem Interesse sein. Beim Produktdesign hat Felix Langhoff darauf geachtet, die Identität der Nutzer zu schützen. Er könnte auch anders. Standortdaten und Profil der Nutzer sind für die Werbebranche ein wertvolles Gut, das viel Geld bringt. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, weil unser Geschäftsmodell anders aufgebaut ist. Und unser Kunststück, dass wir jetzt quasi nicht an diese Daten kommen, ist eben das, dass wir sie gar nicht erst erheben. Und wir haben Technologie entwickelt, die es ermöglicht, diese Verbindung herzustellen, ohne dass der Nutzer seine Fingerabdrücke oder seine Persona da im System hinterlässt. Das ist uns gelungen. Das ist der Unterschied zu den meisten anderen Lösungen. Standortbasierte Dienste werden durch die Smartphones eine immer größere Rolle spielen. Die Versuchung ist groß, die wertvollen Nutzerdaten zu Geld zu machen. Unser Geschäftsmodell setzt auf ein anderes Ziel. Letzten Endes sehen wir den Wert in Zukunft bei Nutzern, die ihre persönlichen Daten nicht im Netz hinterlassen wollen. Nutzerprofile sind natürlich im Moment noch wertvoll. Unsere Spekulation, dass das Gegenteil wertvoll wird. Die Sehnsucht der Nutzer nach Privatsphäre im digitalen Universum. Vielleicht das Geschäftsmodell der Zukunft. Es soll aber auch Menschen geben, die ihre persönlichen Daten gerne öffentlich machen. Mit der Lauf-App Runtastic geht das besonders gut. Mehr als 25 Millionen Menschen benutzen die Applikation für ihre ganz persönliche Fitness. Es ist ein vorzügliches Programm, um die eigene Laufstrecke, Zeit und Ausdauer zu messen und zu analysieren. Das eigene Fitnessprofil kann zudem mit Freunden auf sozialen Netzwerken geteilt werden. Bei Runtastic fällt dann mal wieder auf, dass sie es schaffen, Benutzernamen und Passwort unverschlüsselt zu übertragen, okay. Was dann halt wieder zu einer schwarzen Ampelwertung führt. Bei Runtastic ist es auch darüber hinaus noch so, dass es eine Reichweitenmessung gibt, die benutzt der User die Applikation. Dafür wird Flurry integriert. Da werden leider alle Daten, die in diesem Bereich gesammelt werden, unverschlüsselt an Flurry übermittelt. Das betrifft jetzt keine personenbezogenen Daten in dem ursprünglichen Sinne, also nicht Benutzername, Passwort, aber durchaus Verhalten innerhalb der App, was nicht schön ist. Das sollte also unbedingt auch verschlüsselt übertragen werden und es wäre noch schöner, wenn man es in der App irgendwie deaktivieren könnte.
Die Entwickler von Runtastic wurden schon mehrfach von MediaTest Digital darauf hingewiesen, dass sie sensible Daten teilweise unverschlüsselt übertragen. Doch bislang ist nichts passiert. Auch der Datensammler Flurry arbeitet für Runtastic. Deswegen schwarze Ampelwertung. Meine Laufzeit poste ich persönlich lieber nicht öffentlich auf Facebook, wie es einige meiner Freunde tun. Und doch, mich interessieren Menschen, die massenhaft Daten über sich sammeln und mitunter sogar öffentlich machen. In Hamburg treffe ich Arne Tensfeld, Gründer der Quantify Yourself-Gruppe Hamburg. Die Anhänger dieser Bewegung sammeln und analysieren ihr eigenes Verhalten mit Daten, um es dann zu optimieren. Arne Tensfeld experimentiert mit verschiedenen Geräten und allerhand Apps. Ein kleiner Tracker zeichnet sein Bewegungsprofil genau auf. Zu Hause überträgt er die Daten auf die App seines Smartphones. Sein Gewicht, aber auch Puls und Raumtemperatur werden über die Waage und das WLAN-Netz an die App gesendet. Über Nacht erstellt sein Tracker ein detailliertes Schlafprofil. Die Daten aus der App speichert er online auf dem Portal der Applikation, nur für sich persönlich einsehbar. Seine Profile gehen über Monate und Jahre zurück. Nahezu alles über sich ist dort gespeichert. Zur Bahn, die eigentliche Bahnfahrt und danach dann nochmal wieder vom Bahnhof zur Arbeitsstelle. Dann jeweils immer rund um 12 Uhr die Mittagspause, wo ich zu Fuß unterwegs bin. Angefangen eben von allen Aktivitätsdaten und körperlichen Werten und Maßen, die man erheben kann, bis hin zu Produktivitätsdaten, welche Anwendung habe ich benutzt, wie lange habe ich sie benutzt, wie sehr wechsle ich zwischen Anwendungen an einem PC beispielsweise hin und her, wie steht es um meine Ernährung, wie steht es um mein subjektives Empfinden in bestimmten Situationen, mit welchen Personen treffe ich mich, an welchen Orten halte ich mich auf. Das gibt sozusagen kein Ende dessen, was man irgendwie dokumentieren kann. Die Frage ist halt immer genau, welchen Mehrwert zieht man daraus und was sind die Schlüsse, die man daraus zieht. Die Motivation der Selbstoptimierer von Quantify Yourself ist unterschiedlich. Manche wollen nur sich selber besser verstehen. Andere posten ihre Daten öffentlich, um durch äußeren Druck die eigenen Ziele besser umsetzen zu können. Grundlage ist bei allen das Sammeln von Daten. Welche Möglichkeiten es gibt, das auch über Facebook und Social Networks irgendwie zu sharen, das liegt ja in der Verantwortung eines jeden selbst. Und das ist sozusagen auch ein Thema dieser Quantified Self-Bewegung, also dass ich aktiv mit den Leuten vor Ort im Gespräch, im Dialog darüber ausgetauscht wird, wie die Personen dazu stehen, dass sich darüber ausgetauscht wird, wie Datenschutz trotz sozusagen Datensammlung gewährleistet werden kann und was es auch da für Entwicklung noch geben muss, die eben das absichern, damit eben keinerlei Gefahr davon ausgeht, wenn man eben Daten über sich und seine Gesundheit sammelt. Die Tools zur Selbstoptimierung sind schon lange keine reine Spielerei mehr und gewinnen im Gesundheitsbereich immer mehr an Bedeutung. Umso bedeutsamer werden auch Datensicherheit und Datenschutz. Wie sicher die sensiblen Daten auch sein mögen, liegen sie erstmal auf einem externen Server, gelangen sie in die weite Welt und somit außerhalb der eigenen Kontrolle. Ich verabschiede mich von Hamburg und mache noch ein paar Erinnerungsfotos. Mit Instagram. 130 Millionen aktive Nutzer hat das soziale Bildernetzwerk. Ich bin einer von ihnen. Die Fotos lade ich selbstverständlich gleich hoch und teile sie mit all meinen Freunden. Bei Instagram ist das Problem, dass die Biografie, die man in seinem Profil anlegen kann, unverschlüsselt übertragen wird. Und diese Biografie enthält halt persönliche Daten wie Vorname, Nachname, Adresse und die Telefonnummer. Und daher haben wir eine rote Ampelwertung vergeben. Die Testwoche ist rum. Ich fahre zur Endauswertung nach Hannover. In
Im Zug schaue ich noch schnell in die ZDF-Mediathek. Fast alle Sender bieten mir die Möglichkeit, verpasste Sendungen unterwegs anzuschauen. Es ist die letzte App, deren Datenströme die Tester in Hannover prüfen werden. Bei der ZDF-Mediathek ist es wieder so, dass da Geräte-IDs übertragen werden. Allerdings verhindert das das neue iOS 7. Daher ist es unter iOS 7 halt eine gelbe Ampelwertung, beziehungsweise eigentlich fast grün. Und unter iOS 6 ist es ganz klar eine rote Ampelwertung, weil da Geräte-IDs übertragen werden, die auf den ZDF-Server nicht zu suchen haben. Die Gerätekennung, die an einen Online-Tracking-Dienst geht, wird nur durch iOS 7 geblockt. Deshalb gelb für iOS 7 und rot für alle älteren iOS- und Android-Geräte. Der Versuch ist zu Ende. Der Test ausgewertet. Insgesamt habe ich 3 grüne, 2 gelb-rote, eine rote, eine graue und 2 schwarze Apps auf meinem Smartphone benutzt. Prinzipiell ist der Test ein ganz gutes Beispiel, was so auf einem normalen Smartphone alles passiert. Eigentlich haben ein Drittel aller iOS-Applikationen irgendein Problem. Bei Android sind sogar 40-50%. Das heißt, die Applikationen, die ich jetzt für Sie getestet habe, die zeigen ganz gut, was wirklich im Markt auch los ist. Jeder hat eigentlich irgendwelche Applikationen auf seinem Smartphone, die Daten an Dritte rausgeben oder die Daten nicht ordentlich übertragen, die nicht verschlüsselt arbeiten und so weiter und so weiter. Das heißt, wir sehen hier eigentlich, dass jeder in gewisser Weise ein Problem hat und bei der Benutzung von diesen Smartphones doch etwas mehr Vorsicht walten lassen müsste. Eine Vorsichtsmaßnahme kann ich direkt umsetzen. Ich prüfe die Zugriffsrechte der Apps auf meinem Smartphone und schränke sie gegebenenfalls ein. Bei dem neuen Betriebssystem iOS 7 ist diese Funktion schon gut gelöst. Auch Android arbeitet an einer besseren Ausschaltfunktion. Mein Fazit? Wie fast 80% der Smartphone-Nutzer werde ich mir eine nützliche App wegen ihrer Sicherheitslücken nur ungern nehmen lassen. Bei der Masse der Apps, die den Markt überfluten, ist es gut zu wissen, dass neue, kreative Produktdesigner mehr auf unseren Schutz achten. Sichere Apps zu entwickeln, das ist möglich, aber es hat seinen Preis. Wenn ich die Kontrolle über meine persönlichen Daten behalten will, werde ich mich besser informieren müssen, was die Apps mit den Daten machen und notfalls alternative Apps nutzen, die sicherer sind oder ganz auf sie verzichten.